Schwere Unwetter in NRW. Hier fegt ein Tornado durchs Münsterland. Am Freitagabend zieht ein kurzes, aber heftiges Unwetter über Teile Nordrhein-Westfalens, gebietsweise mit kräftigen Gewittern und Starkregen, dazu stürmische Böen von bis zu 70 km pro Stunde und Hagel. Besonders stark war das Unwetter östlich von Münster. Im Kreis Warendorf machen Augenzeugen spektakuläre Bilder, als eine rotierende Superzelle einen Tornadotrichter produziert. Die Sturmböen im Gewerbegebiet richten starke Schäden an. Die Feuerwehr muss zu mehreren Einsätzen ausrücken. Mehrere Bäume stürzen um, die B51 muss zeitweise gesperrt werden. An einigen Häusern sollen massive Schäden entstanden sein. Unter anderem wurde eine Photovoltaikanlage von einem Dach gefegt.